Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Bevor wir uns allerdings gleich den Fortnite-Shop anschauen, würde ich mich nur freuen, wenn ich ihr ein Abo da lasst. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr. Außerdem würde ich mich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewerten, kommentieren und teilen könntet. Für den Algorithmus, dann werden meine Videos nämlich auch mehr vorgeschlagen. Ihr könnt natürlich aber auch etwas Vernünftiges in die Kommentare schreiben. Freue ich mich auch immer extrem drüber. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item-Shop an. Und dort haben wir heute das neue Aufstieg der Schattenpaket. Tatsächlich drin. Das ist schon seit längerer Zeit tatsächlich angekündigt. War auch irgendwann Season 2 schon, glaube ich, in der Mitte der Season tatsächlich irgendwann mal in den Game-Files aufgetaucht und jetzt ist endlich drin. War wahrscheinlich gestern Abend auch schon zwischenzeitlich drin. Dauert ja immer etwas über die verschiedenen Plattformen, bis das überall verfügbar ist. Auf jeden Fall müsste das jetzt aber eigentlich für alle Plattformen verfügbar sein. Wenn es nicht so sein sollte, müsst ihr nochmal ein ganz kleines bisschen abwarten und dann wird es wahrscheinlich im Laufe des heutigen Tages irgendwann dann auch verfügbar sein. Hier haben wir auf jeden Fall drei Skins wieder, wie gewöhnlich, zu einem Preis von 19,99. Einmal hier die Schattenschädeline, dann den Schattenvogel und dann den perfekter Schattenskin. Natürlich mit allen Backpacks von denen, die auch die normalen Versionen, also die Nicht-Schatten-Version haben. Und dann gibt es noch die Quadratmuster-Lackierung dazu. Dann haben wir als nächstes hier den Bachi-Skin, einmal im Standard- und Spionage-Stil. Dann als nächstes haben wir hier noch den Fluff-Skin. Finde ich, ist ein sehr, sehr nicer Skin. Ist zwar kein Skin, womit man ernst spielen kann, aber sieht, finde ich, sehr, sehr nice trotzdem aus. Und einfach so ein richtiger, fluffiger Skin. Finde ich trotzdem, wie gesagt, ein ganz nice Skin auf jeden Fall. Dann haben wir als nächstes das fürstliche Zepter dazu. Sieht eigentlich auch ganz nice aus. Dann haben wir als nächstes die Kuschelbeauftragte wieder im Shop. War mal eine Zeit lang relativ häufig im Shop, mittlerweile aber gar nicht mehr so häufig. Dazu die Kuschel-Airlines als Gleiter. Dann die Kuschelkrall noch, die Kuscheltarnung als Lackierung und dann noch den Bear Force One Gleiter als zweiten Gleiter nochmal dazu. Dann haben wir als nächstes noch den Focus Skin. Dann passend natürlich zu dem neuen Schattenpaket haben wir auch aus der Schattenreihe einmal hier den krassen Spalter und dann noch die Kontrastlackierung. Finde ich, sehen beide auch echt ganz nice aus. Dann haben wir den Tanzspagat Mode. Was eigentlich auch immer relativ ungewöhnlich ist, dass wir auf den täglichen Gegenständen tatsächlich in einem Slot zwei verschiedene Items haben. Gibt es sonst so auch nur sehr, sehr selten. Dann haben wir als nächstes noch den Beast Pilot, dann den Cubby Mode. Und dann als letztes noch den Mach dich locker Mode. Für 200 V-Bucks auf jeden Fall in Ordnung und mit Musik dazu ist eigentlich immer wirklich vollkommen in Ordnung. 200 V-Bucks ist eben halt fast gar nichts und dafür, wie gesagt, geht der Emote vollkommen klar. Dann haben wir natürlich noch den Captain America Skin, dort einmal natürlich den Skin an sich und dann das Rückenaccessoire, das man allerdings auch gleichzeitig als Spitzhacke benutzen kann. Das heißt, man kann den Schild tatsächlich dann auch einfach in der Hand halten, was auf jeden Fall ganz nice ist. Dann gibt es dazu auch noch den effektvollen Salü als Emote. Und dann haben wir zunächst hier noch die ganzen High-Skins. Einmal die entspannte Beißung, dort haben wir auch einmal eine Stil-Variante und zwar den Standard-Stil und dann den Stil, wo hinten diese Schwanzflosse weg ist. Dann haben wir noch den gemütlichen Beißer, den Gleithai als Gleiter. Ist auch ein Surf-Gleiter, das heißt, man steht oben drauf, wenn man den benutzt. Dann gibt es noch die High-Paddel dazu, dann die Haifisch-Lackierung und dann war es das auch schon mit diesem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.